So, hey Leute, es geht wieder weiter mit einer Runde Elex. Ach, ihr wollt mit Attila sprechen? Dann machen wir das doch mal. Nanu, was sehen meine müden Augen da? Ein Streiter der Außenwelt in unserer Grotte? Seltsam. Anscheinend stimmt es, dass die Welt draußen Kopf steht. Hat es sicher eine weite Reise. Was tust du hier? Ich beurteile jene, die nach draußen wollen. Und wie sieht diese Beurteilung aus? Nun, im Gegensatz zu dir waren viele unserer Leute niemals auf der Oberfläche. Wer die Gefahren nicht kennt, wird von ihnen übermannt. Darum haben wir die Arena ins Leben gerufen. Aha, und eure Gefangenen müssen als Gegner herhalten, nehme ich an. Was? Nein, aus ihnen machen wir gehorsame Streiter Ravaks. Die Kreaturen sind unsere Gegner. Nur wer sich gegen sie behauptet, darf die Grotte verlassen. Und wer es nicht schafft? Bleibt hier, in Sicherheit, sofern er noch lebt. Wer scheitert, ist meist nicht mehr an einem Stück. Die Frage stellt sich also nur selten. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Sag, warum bist du hier? Ich war einfach in der Gegend. Ich will an der Arena kämpfen. Ich war einfach in der Gegend. Und du willst deinen Blutdurst stillen, richtig? Ich kenne das Funkeln in deinen Augen. Das Privileg, in der Arena anzutreten, wird von mir vergeben. Ja, kein Bock. Nur sehe ich keinen Sinn darin, dein Können auf den Prüfstand zu stellen. Weil ich so gut bin, ne? Du kommst von draußen und kennst bereits die Gefahren. Ja, siehste? Warum sollte ich dir gestatten, zu kämpfen? Ich wollte mich nur unterhalten. Ravak, verzeih mir, wenn ich dem keinen Glauben schenken kann. Was für eine Feige? Du bist ein Mann mit einer Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die Blut verlangt, weil sie Blut gesehen hat. Und woher nimmst du das Wissen? Die Erfahrung des Alters. Ganz gleich, ob ich recht habe, es ändert sowieso nichts an der Tatsache, dass ein Kampf unmöglich ist. Warum? Uns fehlen die Kreaturen. Für gewöhnlich fangen Venyas Leute die Biester ein. Ah, jetzt müssen wir was machen. Da aber in letzter Zeit kein Nachschub eingetroffen ist, scheint es da Probleme zu geben. Ich muss nachgucken, ne? Ja. Unterrichtest du deine Kämpfer auch? In der Praxis ist mir das nicht möglich. Ich würde einen erbärmlichen Gegner abgeben. Aber einen Schlag kann ich gesehen schon am letzten noch Mal erteilen. Das wird reichen. Habe ich mich mit dem angelegt. Gut, dann steht dem nichts im Wege. So schnell. Ich will von dir lernen. Verloren. Dann spitz die Ohren, Junge. Dann spitz die Ohren, Junge. Was können wir denn? Nahkampf ist auch immer gut. Ja. Achso, das haben wir schon. Ja. Bam! Das ist auch noch. Ding, das kostet, ne? Ausdauer wäre auch geil gewesen. Da brauchen wir Konstitution, okay. Da ist sicher noch Luft nach oben, ach, nee, oder? Stimmt ja, da war ja was. Jetzt habe ich die Gronkh-Stimme ganz hinten. Boah, was ist das denn für ein Kopf? Abartig. Du Abartiger. Du Abartiger. Lock. Okay,
Apothekerschrott, was haben wir denn hier? Ach, das könnten wir auch machen. Ja. Ich mache ein paar Nebenmissionchen, ne? Komm, das ist ja easy. Dann holen wir uns mal kurz den Schrott ab. Ah ja. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Wo ist der? Oha! Alter, der ist gut geworden. Lieber Scholli, da zieht aber ordentlich. Da kommen jetzt sind die Dinger dran. Ach du Heiliger. Kann man denn nochmal hier trinken? Hallo. Scheiße, das Spiel läuft ja noch weiter. Oh, jetzt habe ich zwei genommen. So nicht! Sag mal, Alter. Der lächelt schon Waffen. Der Autofokus ist auch on point. Sag mal, warum trifft der denn immer? Dreckiger. Mehr Drohnen. Wo denn? Habe ich nicht auf dem Slot? Nee. Nein! Misty! Ja, treff mich! Die Drohne packt ihn echt ab. Warum ist das so ein scheiß Aim? Das war der Kollege macht ja gar nichts. So nicht. Mehr. Der Raptor. Ja, der Raptor. Sag mal. Ey. So schnell die Decke weg. Es gibt doch noch zwei, ey. Das ist doch nicht normal. Was ist denn da oben?
auseinandergenommen. So. Ey, scheiß Drohne, ey. Ich komme. Becher, Wein, Bier. Komm, lass mal hier teleportieren. Das ist der Kaya. Kaya, Denise. Den haben wir hier. So, wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiterverfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Die Roboter waren aber direkt schon tot, ne? Obwohl ich die noch eben rumlaufen sah. Gern geschehen. Du kannst auf mich zählen. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Hast du schon mit deinen Leuten im Vor über Fox geredet? Ja, aber offenbar fühlt sich niemand so recht für ihn verantwortlich. Fox erledigt wohl nicht seine Aufgaben, die ihm aufgetragen werden. Und dass ihn noch keiner unserer Spähtrupps aufgespürt hat, um ihn an seine Pflichten zu erinnern, ist schon etwas merkwürdig. Fox ist offensichtlich irgendwie etwas Besonderes und genießt eine gewisse Narrenfreiheit bei den Warlords. Ich habe das aber jetzt nicht weiterverfolgt und werde es auch nicht mehr tun. Ich habe schließlich noch eine Menge wichtigere Dinge auf meiner Agenda. In Ordnung, danke. Keine Ursache. Ja, gut. Hier ist noch ein Lehrer. Ich hab das... Ich... Oh nein. Jetzt hab ich die ganze Mission übersprungen. Ich verspring die ganzen Texte einfach. Ich will... Achso, nee. Ich spende Bring mir etwas bei. Hallo, wo ist ich? Ich werde es versuchen. Oh, ich will spenden. Hey. Aua. Die haben gar nichts. In der Zwischenzeit werde ich mich mal umhören, ob noch andere bekloppt genug sind, uns zu unterstützen. So, wer war das? Mann. Ja, doch. Hey, hör mal! Was denn jetzt?
Zeig mir. Okay. Verkaufen. Plunder. Wo ist denn Plunder? Alles mal weg. Oder es gibt gute Kohle, ne? Ja, jetzt will ich alles damit. Habe ich das noch nie verkauft, oder? Ja, Plastik. Geld kannst du auch noch. Geldkassette, ja. Hat keinen Wert mehr hier. Nein, das können wir da... Klopapier. Immer. Lampe, Holoprojektor. Zähne kannst du auch haben. Das ist eine gute Qualität. Hier. Hier. Bäh, Säuredrüse. Schrauben. Federn. Zunge. Leder. Horn. Dass er so viel Geld hat. Und mach dir mal keine Sorgen um deine Bastion. Ich werde mich drum kümmern, wenn ich wieder da bin. Oh nein. Ist er hier? So, wie ist es jetzt mit deinem diplomatischen Plan? Wie genau soll die Sache laufen? Ganz einfach. Ich werde mich kampfbereit machen, trainieren und bereite mich derweil auf meine Audienzen bei den Oberhäuptern der anderen Gilden vor. Und du bringst mich zu ihnen. Zu allen? Ich muss mich erst auf die Gespräche mit den einzelnen Typen vorbereiten. Eins nach dem anderen. Als erstes fangen wir mal mit Baxter an. Bei ihm weiß ich jetzt schon, was ich sagen werde. Ach und, das mit den Waffengefährten, meinetwegen, ich bin dabei. Auch wenn ich fürchte, dass ich es bereuen werde. Oha. Baxter also. Hast du dir das gut überlegt? Ja, sicher. Was glaubst du wohl, wozu ich dich brauche? Wenn mir der Kerl an die Wäsche will? Du brauchst keinen Leibwächter, du kannst dich sehr gut selbst verteidigen. Das ist nicht der Punkt, du Vollpfosten. Und das weißt du auch. Ohne dich käme ich nicht einmal an seinen Wachen vorbei, ohne dass es in eine Schlägerei ausarten würde. Was genau willst du ihm denn sagen? Das ist meine Sache. Und hör auf, danach zu fragen. Tu es einfach. Bring mich zu Baxter. Bring mich zum Duke von Ateris. Und du wirst schon sehen, wie die Sache läuft. Ja, mitkommen eher nicht. Ist mir ein bisschen zu hysterisch noch. Wird anstrengend. Mach dir keine Sorgen. Er ist ein Asker. Dax. Du bist sehr... So, das war ein Teamsgespräch. Ich hab's einen weggeskippt. Hier gibt's hier keine Werkbank. Ihr hört Herbert aus dem Orbit. So der Scheiß hier. Ich will etwas. Ja, ich glaube wir haben. Streikkolben. Ja, 13 mehr Schaden. Ich weiß ja, was ich momentan habe. Ich guck erstmal. Was habe ich denn momentan? Ja, ich habe halt diesen besonderen Klopfer, ne? So, Quicks. Nein. Ah! Oh.
Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Warte mal, wo? Da ist natürlich Waffen dabei, die sind echt besser. Aber wie krieg ich denn die Slots belegt? Was war ich? Konstitution. Unverkäuflich. Ah ja. Ja, die anderen Sachen können wir ja. Ja, das Schild irritiert mich aber auch. Sieht schon cool aus. Das ist ja meine Bar. Bring mir was bei. Was willst du? So, guck mal. Nicht bei diesem Lehrer, Waffenschmied. Konstitution brauchen wir wieder. Warte mal. Das können wir machen. So. Bring mir. Wunderbar. Jo. Gerissenheit. Intelligenz. Lass ich das noch offen. Wir haben Schrotflinte. Nee. Achso, das ist das, was ich habe. Oder wie? Hey. Wir brauchen Geschicklichkeit mehr, ne? Sehe ich gerade. So, neue Geschicklichkeit noch. Dann gucken wir weiter, was wir Quests haben. Audienz für die Outlaws. Ja, komm, sowas. Blechbüchse auf Irrwegen. Was ist das denn? Crony U4. Ist er da in der Nähe? Oder ist der immer...
Bewegung. Nee. Okay. Dann doch lieber mit dem Gronk. Den guten Gronk. Die durchstreifen. Aber er will was. Okay, da war ja gar nichts. Junge. Der war so weg. Umgehauen. Weg. Ah, wie kann man Tränke herstellen? Guck mal, wen haben wir denn da? XP. Ja, wohin? Ach du Scheiße. Er ist auf mich gedreht. Komm! Zur Seite, ich erledige das. Ich doch was blocke. Ist das der? Da. Knoblauch, wow. Oh. Sequenz. Hey, Crony. Du solltest besser nicht alleine darunter gehen. Suizidfall. Commander, Analyse der Überlebenswahrscheinlichkeit aufgrund des Angriffs der fremden Individuen sehr niedrig. Ja, mein Freund, freut mich auch, dich zu sehen. Es waren viele Tage keine Lebenszeichen des Commanders auf den Sensoren zu verzeichnen. Ja, ich weiß, das war knapp. Frage, Erklärung der Abwesenheit? Diese bizarren Biester haben mich gejagt und ich war lange bewusstlos. Empfehle Rekalibrierung. Albhauptquartier in Ignaton. Mir geht's gut, Crony. Danke. Beginne Analyse der Erfolgschancen einer möglichen Wiedereroberung verlorener Territorien. Du hast die Gegend hier ja schon ein paar Tage beobachtet. Wie beurteilst du die Lage? Kürzliche Kampfhandlungen am Weltenherz der Berserker mit einigen Vandalen der Morkons. Spähtruppen der fremden Invasoren gesichtet. Frage, brauche mehr Informationen über die fremden Invasoren? Ja, ich auch. Vermutlich weiß ich in Grundzügen schon, wer sie sind. Sie sind ganz offensichtlich diejenigen, auf die wir all die Jahre gewartet haben. Die Wissenden. Ein hochentwickeltes Volk, das in irgendeiner Beziehung zum Ursprung des Elex steht und das uns Probleme machen wird, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Niemand hat meine Warnungen vor den Wissenden bisher so richtig ernst genommen. Die Menschen hatten eher ihren eigenen Vorteil und ihre territorialen Kleinkriege im Sinn, als sich um das große Ganze zu sorgen. Aber was hilft das Lamentieren? Jetzt sind sie hier und wir sind leider ziemlich schlecht darauf vorbereitet. Empfehle strategischen Rückzug. Nur nichts überstürzen. Ein wenig Zeit haben wir hoffentlich noch. Sehen wir erstmal zu, dass wir heil aus der Sache hier rauskommen. Positiv. Wir müssen uns erst einmal neu orientieren, bevor wir wissen, womit wir es hier genau zu tun haben. Scan der Umgebung ergab eine Vielzahl neuer Bedrohungen. Ja, die Fremden haben ordentlich gewütet. Besser, wir sind vorsichtig. Analyse. Commander verfügt über unzureichende Bewaffnung. Empfehle Wiederaufnahme gelagerter Ausrüstung. Das können wir vergessen. Dieses Scheißding ist quasi auf meinem Haus gelandet und hat alles unter sich begraben. Beginne Berechnung Alternativoptionen. Ich fürchte, wir müssen bei der Beschaffung ordentlicher Bewaffnung wieder ganz von vorne anfangen. Aber vielleicht fällt dir ja etwas Brauchbares ein. Wann warst du das letzte Mal im Hauptquartier der Alps und hast dich durchchecken lassen? Letzte Wartung im Depot vor 76 Tagen, 23 Stunden und 25 Sekunden.
Oh, stimmt. Wir waren in letzter Zeit nicht sehr häufig bei den Alps in Ignadon, nicht wahr? Ich bin eben kein Robot-Experte. Ich war meist eher ein Kämpfer als ein Techniker. Positiv. Achso, ja, Flashback. Bester Kumpel.